Wasser als Quell des Lebens, das soll heute unser zentrales Thema am heutigen Tage sein. Hallo und herzlich willkommen bei Hairtalk, eurem 1x1 für die Haare. Heute mal in etwas ungewohnter Umgebung und nämlich am Wasser. Wasser, zentrales Thema heute. Heute bin ich am Ursprung dessen, was uns das Leben bereitet. Und vor allen Dingen, ohne das Wasser wäre so gesehen kein Leben möglich. Das müssen wir uns immer bewusst werden, auch hinsichtlich dessen, dass es eine nicht so häufig vorkommende Ressource ist, vor allen Dingen Trinkwasser. Auch hier gibt es natürlich Bereiche, wo es viel regnet und zu oft regnet und es zu feucht ist. Und dann gibt es aber auch Bereiche, wo Quellen versiegen, wo Landstriche dürr sind, wo einfach auf lange Sicht ein Leben ohne moderne Infrastruktur nicht mehr denkbar und vorstellbar wäre. Deswegen möchte ich heute das Thema Wasser hier etwas sensibilisieren und wie ihr auch schon, wie bereits erwähnt, im Hintergrund hört, ist es eine wunderbare Kulisse, vor der ich heute sprechen darf. Weil da zu sein, wo Leben stattfindet, wo Leben beginnt, am Wasser, kann es Schöneres geben? Das ist jetzt meine Frage an euch, einfach in die Kommentarfunktion. Weil, wie schon erwähnt, Wasser ist mittlerweile aufgrund von diversen Geschehnissen hier zu viel und auf der anderen Seite in vielen Bereichen zu wenig. Und deswegen macht es den Menschen Sorge, deswegen treibt es auch die Preise in die Höhe und auch deswegen müssen wir oder sollten wir mit diesem Gut ganz vorsichtig und mit Bedacht umgehen. Es ist ein Gut, das aus der Wasserleitung kommt bei vielen von euch, aber haben wir uns mal Gedanken gemacht, woher es eigentlich kommt? Der Ursprung dessen, dass es ein Wasserkreislauf ist, dass es nicht einfach nur aus der Leitung kommt, so wie wir uns das es immer vorstellen. Auch da muss es irgendwo mal herkommen. Natürlich haben die Versorger eine Pflicht, uns Bürger mit Wasser, mit Trinkwasser zu versorgen. Aber ich finde, noch wichtiger ist es, den Sinn zu schärfen, dass wir wissen, wenn es regnet, wird der Grundwasserspiegel dementsprechend voll oder gefüllt und dementsprechend können wir unsere Brunnen, unsere Quellen quasi benutzen und dort dementsprechend Wasser entnehmen. Und deswegen finde ich, sollten wir sehr vorsichtig und wie schon erwähnt mit Bedacht mit diesem Gut umgehen. Weil auch wir benötigen Wasser, wenn wir nicht nur leben wollen, sondern existieren möchten. Stellt euch vor, ihr zieht in eine Gegend, in der es kein Wasser hat. Dann wird diese Stelle oder diese Örtlichkeit recht schnell aufgegeben und weitergezogen, wo es dieses elementare Wasser nun schlussendlich gibt. Und wie schon erwähnt, wir benötigen nicht viel zum Leben, aber ein klein wenig Nahrung und vor allen Dingen Wasser zum Überleben. Und das ist heute mein zentraler Aufruf, mit diesem kostbaren Gut doch etwas vernünftiger und bedachter umzugehen.
Gestern habe ich auch schon erwähnt, mit den kleinen Sparmaßnahmen für den Geldbeutel, aber nicht nur für den, sondern wenn wir Wasser mit Bedacht einsetzen, wenn wir nicht so häufig duschen oder nicht so lang duschen oder die Toilettenspülung, die Kurztaste, wenn möglich, betätigen, dann sparen wir nicht nur Geld und Wasser, sondern wir tun der Umwelt hier auch was Gutes. Und somit ist es mein heutiger zentraler Appell hier an euch, dass ihr euch das bewusst macht, dass es nicht selbstverständlich ist, dass wir über diese Ressource so gesehen frei verfügen können. Weil es hängt von uns ab, unter anderem, ob die Quellen weiter Bestand haben oder ob wir hier verschwenderisch mit umgehen und diese irgendwann versiegen werden. Und das ist ein weltweites Problem, ein globales Problem und dementsprechend auch logischerweise wird hier eine Völkerwanderung stattfinden, wie es sie schon immer gab. Früher sind die Menschen von unbesiedelbaren Gegenden weitergezogen, wo sie dann wieder Ackerbau und Sonstiges betreiben konnten. Auch das ist eine völlig normale Herangehensweise, wenn wir uns die Evolution betrachten. Das hat es schon immer gegeben und das ist auch heute infolge des ganzen Wandels der Zeit immer wieder zu beobachten. Nun hoffe ich, ihr konntet meinen Worten, aber auch den Klängen der Natur etwas lauschen und kam da dabei etwas auch zur Ruhe und habt den Sinn geschärft für das, was wichtig ist. Heute ist Wasser wichtig, aber morgen gibt es für dich vielleicht eine zentralere Frage, wo du wieder mit Elan und Bedacht herangehen kannst. Ich hoffe somit, heute euren Sinn für das lebensnotwendige Wasser etwas geschärft zu haben, dann würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn du Freunde und Bekannte hast, die das Video unbedingt sehen sollten, so teilt es doch mit ihnen. Und wenn du noch kein Abonnent meines Kanals bist, dann hol doch das jetzt nach, um immer auf dem neuesten Stand zu bleiben. Es grüßt euch, euer Alexander von Hertog, dem 1x1 für die Haare.